Guten Tag und willkommen zu einem neuen Video. Heute, ja, geht es um ein Thema, was ihr liebt. Und zwar, was verdienen die Kandidaten und Kandidatinnen im Dschungelcamp? Es gibt jetzt einen Artikel, wo Julian F.M. Stöckel die Gagen so ein bisschen geschätzt hat. Er hat ja auch eine gewisse Expertise. Erstens, weil er selber schon im Dschungel war. Zweitens, weil er viele Leute kennt, die im Dschungel waren. Und ja, wenn man generell so in der Branche arbeitet und selber auch schon in der einen oder anderen Reality-Show war, dann kennt man sich natürlich ungefähr aus. Ja, ich kenne mich natürlich auch aus, weil ich schon insgesamt 6 Leute in den Dschungel vermittelt habe und auch in viele andere Shows. Und deswegen werde ich euch heute mal so ein bisschen die Gagen vorlesen, also die Spanne, die Julian gesagt hat. Und dann werde ich das so aus meiner Perspektive einschätzen, ob das realistisch ist oder nicht. So, ihr Lieben, das war wieder Daumen nach oben. Luca ist auch wieder hier am Start, ne? Luca, du bist auch wieder mit da heute. Luca, weißt du, was los ist? Heute sprechen wir über die Dschungelcamp-Gagen. Und ich möchte vorab erstmal ganz kurz erklären, wie sich verschiedene Gagen zusammensetzen, damit ihr ungefähr eine Vorstellung daran oder davon habt, wie das so entstehen kann. Ja, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und ja, also es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, was diese Gagen für solche Shows betrifft. Wir reden heute explizit über den Dschungel, aber eigentlich das, was ich jetzt hier gerade sage, kann man bei jeder Promi-Show anwenden. Ja, natürlich muss dieses Geld auch versteuert werden, nur das vorab, weil es viele natürlich nicht wissen oder immer denken, man muss nicht versteuern. Doch, muss natürlich ganz normal auch versteuert werden. Und es gibt verschiedene Abstufungen. Also, wenn du jetzt natürlich einen mega krassen Bekanntheitsgrad hast, dann ist natürlich klar, dass du auch ja wahrscheinlich eine sehr hohe Gage fordern kannst oder auch schon generell angeboten bekommst, weil so eine Sendung natürlich auch davon lebt, dass dort super bekannte Leute mitmachen. Ja, also erstmal Bekanntheitsgrad. Ne, ist natürlich schon mal sehr relevant für die Gage, wobei man da natürlich auch jetzt aufpassen muss. Also wenn es jetzt als Beispiel eine super bekannte Person ist, wo man jetzt irgendwie sagt, so, boah, die ist eh total blank und hat keine Kohle mehr, dann kann es natürlich auch sein, dass es trotzdem noch ein guter Betrag ist, aber natürlich nicht mehr so super hoch, weil man das natürlich irgendwie ins Verhältnis setzen muss. Das ist aber immer individuell zu betrachten, ja. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die jetzt irgendwie gut, ich sag mal, gut im Futter sind, in Anführungsstrichen, auf finanzieller Ebene. Wie jetzt zum Beispiel, nehmen wir doch mal Claudia Effenberg letztes Jahr. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt finanzielle Probleme hat. Aber wenn natürlich eine super gute Summe angeboten wird und wenn man natürlich auch so eine gewisse Affinität für Reality-Shows hat, und sie war ja zum Beispiel auch schon bei Promi Big Brother, dann ja, wird man ihr wahrscheinlich eine Summe angeboten haben, da kommen wir später noch drauf, wo sie dann jetzt schlecht Nein sagen konnte. Und dann gibt es natürlich noch die Situation, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine Person, die bringt mega, ich sag jetzt mal, Trouble oder Spice rein, so. Dann kann man auch eventuell, ja, ich sag jetzt mal, gut was fordern oder auch nicht, kommt auch mal so ein bisschen drauf an. Genau, und für Newcomer, klar, ist jetzt natürlich nicht in der Regel die Welt drin, aber da gibt es teilweise auch gute Gagen, wo ich jetzt so sagen würde, dafür, dass die Personen, ich sag mal, relativ neu im Business sind, vielleicht manchmal auch erst irgendwie nur ein oder zwei Formate vorher gemacht haben, gibt es auch eine ganz gute Summe. Jetzt kommt aber auch, muss ich auch fairerweise sagen, darauf an, wie man verhandelt. Ja, ich von meiner Position her würde sagen, dass ich sehr gut verhandeln kann, und es gibt aber natürlich auch welche, die vielleicht einfach ein Angebot bekommen und einfach sagen so, hey, ich nehme das jetzt an, weil mir ist das Geld nicht so wichtig und ich möchte es irgendwie auch nicht riskieren, dass ich dann doch nicht genommen werde, weil man irgendwie zu hoch pokert. Solche Leute gibt es natürlich auch, sollte man auch nicht machen. Man muss für sich natürlich abwägen, was erwartet man vom Dschungel. Sieht man das jetzt als mega krasses Sprungbrett oder denkt man sich so, ich will nur einmal die Kohle mitnehmen und danach eigentlich gar nichts mehr im Reality-Bereich machen. Also das sind natürlich immer verschiedene Ausgangssituationen, aber jetzt könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, wonach sich die Gage immer so ein bisschen richtet bei ja, den einzelnen Personen. Jetzt gehen wir mal in diesen Artikel rein. Das ist von der Abendzeitung München. Genau, da hat Julian Stöckel ein Interview gegeben und hat quasi so ein bisschen die Gagen sozusagen eingeschätzt, so wie er das eigentlich in den vergangenen Jahren auch immer gemacht hat, wenn ich mich daran erinnere. Und dann fangen wir doch jetzt mal an und gucken mal, was Julian gesagt hat. Gleich vorab, ich muss sagen, wir werden das auch gleich bei konkreten Beispielen nennen, dass mir die Spanne manchmal, die er genannt hat, zu groß irgendwie ist, ja. Aber das ist auch nur meine persönliche Empfindungssache.
Es gibt zwei Kandidatinnen, gleich vorab noch ganz kurz, die ich natürlich nicht bewerten werde, aber wo ich es nicht einschätzen werde. Das heißt, wir werden nicht 12 besprechen, sondern wir werden nur 10 besprechen. Das sind logischerweise die Kandidatinnen, die ich vermittelt habe, aus mehreren Gründen. Erstens habe ich natürlich eine Verschwiegenheit. Zweitens kann ich nicht einfach irgendwelche Gagen ausplaudern von anderen Menschen. Und drittens will ich euch jetzt auch nicht anlügen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, so, das trifft gar nicht zu und ist alles nicht so. Deswegen lasse ich diese beiden Namen raus, in dem Fall Ania und Kim Virginia. Und jetzt sagt ihr wahrscheinlich so, warum sprichst du denn über die anderen Gagen? Ja, weil ich die anderen Gagen nicht kenne. Das ist ja nur eine Einschätzung, ob ich das, was Julian sagt, für realistisch halte. Bei den anderen beiden weiß ich es ja. Da gebe ich keine Auskunft drüber und kann natürlich auch keine Schätzung machen oder sonst was, weil es einfach total albern und irgendwie auch ja, strange wäre. Wir fangen doch jetzt mal an mit der allerersten Person, die hier geschätzt wird. Das ist Lucy Diakovska, die No Angels-Sängerin. Bei ihr wird so eine Gage zwischen 80 und 90.000 geschätzt. Das ist übrigens eine Spanne, die ich jetzt nicht so groß finde, also so 10.000 dazwischen. Ja, halte ich schon offen gesagt für realistisch, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also sie ist schon super bekannt, ist jetzt auch nicht super verbrannt, was Reality-Shows betrifft. Und die No Angels sind ja irgendwie auch immer noch aktiv, wenn auch jetzt nicht mehr in dieser ursprünglichen Konstellation. Aber das ist auf jeden Fall schon eine Summe, wo ich sagen würde, das halte ich auf jeden Fall für realistisch. Danach steht hier Ania. Ihr könnt den Artikel übrigens anklicken, der steht unten in der Infobox. Wenn ihr noch was nachlesen wollt, stehen da so ein paar andere Sachen drin. Ania werde ich logischerweise nicht schätzen. Model und Rennfahrerin Cora Schumacher. Da steht 80 bis 100.000 Euro, was mich an dieser Schätzung. Also sagen wir es mal so. Ich halte diese Schätzung für realistisch, was Julian sagt, glaube ich irgendwie schon. Es gab halt irgendwie so zuletzt eine Berichterstattung, wo gesagt wurde, sie bekommt die höchste Gage, die irgendwie im Dschungel jemals gezahlt wurde. Und es müsste ja mehr sein als angeblich Claudia Effenberg. Claudia Effenberg soll angeblich laut verschiedenen Medienberichten im letzten Jahr 500.000 Euro bekommen haben. Das glaube ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht. Demnach hätte ja Cora Schumacher noch mehr als 500.000 Euro bekommen müssen, was natürlich auch kompletter Quatsch ist. Also ich halte das jetzt hier für viel realistischer zwischen 80 und 100.000 Euro. Und jetzt auch nochmal diese Sache mit Claudia Effenberg, 500.000 Euro. Also um Gottes Willen nichts gegen Claudia Effenberg, ich mag die total gern so. Aber ich glaube, und ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ja, aber ich wüsste jetzt nicht, welchem krassen Promi man in Deutschland irgendwie 500.000 Euro anbieten würde, womit man sich so einen krassen Hype erhoffen würde, dass sich das irgendwie, ja, dass sich das irgendwie lohnt. Also mit Quote oder whatever. Also, ja, kommt mir jetzt nicht mit irgendwelchen Namen, die das natürlich niemals machen würden. Also ich rede jetzt wirklich so von Leuten, wo ich so sage, da sehe ich auch die realistische Chance, dass die mitmachen würden, fällt mir jetzt keiner ein. Deswegen glaube ich, bei Cora Schumacher ist zwischen 80 und 100.000 schon irgendwie sehr realistisch. Bei Designerin Sarah Kern 85.000 bis 90.000 gehe ich mit, glaube ich auch. Also ja. Doch, also drunter auf gar keinen Fall. Ich habe jetzt nur gerade überlegt, ob es ein bisschen mehr sein könnte als 90, 95 vielleicht auch, aber gut, wegen 5.000 Euro, ne, ist jetzt so. So, jetzt kommt zum Beispiel Bachelor-Kandidatin Leila. Da steht zwischen 25.000 und 40.000 Euro. Also natürlich, sie ist jetzt nicht der krasse Newcomer, weil sie war ja schon bei Ex on the Beach, sie war bei Bachelor und sie war bei Bachelor in Paradise. Und ich meine, bei RTL könnte man jetzt auch in die Gage reingucken, was sie bei Bachelor in Paradise bekommen hätte, so als Maßstab, ne? Aber das ist so eine Summe, wo ich jetzt sage, klar, wenn man, sie könnte 25.000 bekommen haben, sie könnte aber auch 35 bekommen haben, sie könnte aber auch 40 bekommen haben. Ich finde, wenn jetzt jemand für 25.000, als weil ich mich sage jetzt mal Newcomer reingehen würde, für 25.000 Euro könnte man jetzt sagen, ich so, ja, irgendwie dafür, dass die Person Newcomer ist, ist es gut. Und wenn die Person damit zufrieden ist und zusagt, ist es auch okay. Ich würde jetzt aber auch sagen, die Person könnte 38.000 oder whatever bekommen. Dann hat man halt einfach gut verhandelt. Also insofern ist hier natürlich in diesem Spielraum alles möglich. Ich hätte jetzt keine Ahnung, gesagt, dass sie 35.000 oder so bekommen hat. Über 40.000 halte ich jetzt an dieser Stelle für unrealistisch, aber das ist ja auch nicht, also das ist ja auch egal, weil Julian ja sowieso nur bis 40.000 angesetzt hat und ja,
da gehe ich auf jeden Fall mit. Die nächste ist Kim Virginia, die lasse ich natürlich auch an dieser Stelle aus. Diesen Deal habe ich ja gemacht. GZSZ-Star Felix von Yasharov, da steht hier 50.000 bis 65.000 Euro. Da muss ich ehrlich sagen, das kommt mir ein bisschen wenig vor. Also wenig für seine Position. Er ist ja schon irgendwie ein etablierter Schauspieler. Also auf jeden Fall bei GZSZ, der ist ja schon... Also, soweit ich denken kann, ist er dabei. Ich glaube, dass er ein bisschen mehr, also 50.000 kommt mir für ihn zu wenig vor. Ja, also, aber wenn wir jetzt hier das Beispiel nehmen, dass hier eine Preisspanne ist bei Layla, die bei 40.000 endet und die bei Felix von Yasharov bei 50 anfängt, wo irgendwie nur 10 dazwischen sind, glaube ich, dass dieser Sprung von 3 Reality-Formaten zu einem etablierten GZSZ-Schauspieler zu gering ist. Also, ich glaube, dass Felix von Yasharov schon ein bisschen mehr bekommt. Ich hätte den jetzt eher so geschätzt auf 65 bis 70. Also die untere Range würde ich jetzt ehrlich gesagt rausnehmen. Ja, keine Ahnung, würde ich so einschätzen. Reality-Sternchen Fabio, zwischen 25 und 40.000 Euro. Er ist natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise Newcomer, weil er war natürlich vorher nur bei Make Love, Fake Love und bei Aito. Er ist für mich jemand, der, also ich finde ihn auf jeden Fall sympathisch. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, ihn zu nehmen, weil ich ihn jetzt nicht so spannend als Person finde, dass ich jetzt irgendwie so sage, so war, den brauche ich da jetzt unbedingt im Dschungel. Ich habe aber auch nichts dagegen, dass er da ist. Ich glaube aber nicht, dass er 40.000 Euro bekommen hat, sondern ich glaube tatsächlich, dass er eher so vielleicht 35.000 bekommen hat und ich glaube, oder vielleicht auch nur 30.000. Kann mir schon vorstellen, dass er weniger bekommt als teilweise, sag ich jetzt mal, die Newcomer-Frauen, weil, ja, ich glaube, die Frauen natürlich in diesen Reality-Shows in der Regel so ein bisschen mehr Spice reinbringen und ich glaube, danach richtet sich auch so ein bisschen die Summe. Machen wir weiter. Influencer und Sänger 24 Tim, das ist jetzt natürlich, das ist jetzt eine krasse Diskussion. Also, hier steht zwischen 150.000 und, also zwischen 100.000 und 150.000 Euro. Oh, da finde ich jetzt so diesen Sprung von 100 und 150 groß. Also, er ist im Verhältnis zwar auch nicht so viel größer als bei den anderen, aber ich glaube, 150.000 hat er nicht bekommen, weil er hat eine riesen Fanbase, aber das heißt ja als Beispiel nicht, dass die alle anrufen. Er hat eine sehr junge Fanbase. Ich glaube schon, dass er einen sehr guten Support haben wird und ich mag ihn auch sehr gern und finde ihn ultra sympathisch und glaube auch, dass er mega weit kommen wird. Aber 150.000 glaube ich jetzt offen gesagt nicht. Und jetzt kommt mir nicht mit dem Argument, ich gucke nochmal parallel nach, dass er Reichweite mitbringt. Also er bringt eine Reichweite mit, definitiv, aber ob das jetzt auf die Quote sich, also auf die Fernsehquote sich, ich sag mal, ausschlägt, bin ich mir nicht so sicher, weil natürlich erstens die Quotenmessung sowieso so eine Sache ist, wo wir jetzt, das können wir ein separates Video machen, wo wir ewig drüber diskutieren würden, also solange jetzt von denen keiner ein Quotenmessgerät zu Hause hat, zählen die ja jetzt eh nicht mit rein, also viele Leute denken ja so, ich schalte den Fernseher ein und ich werde mit einberechnet, nee, so funktioniert unser System ja nicht, ja, und jetzt kommt nämlich noch ein Beispiel, genau, und zwar Thema Reichweite. Es glauben mir die Leute, dass er viel mehr Reichweite bringen wird in dieses Format. Er war ja auch bei der Helene Fischer Show, ja, und wenn man jetzt als Beispiel mal dieses Best-of, diesen Zusammenschnitt von 2020 rauslässt, weil das keine eigene Show war, hat die Show im Dezember, wo er dabei war, die schwächste Reichweite von allen Shows, die es gab, von der Gesamtreichweite, ja. Natürlich nicht wegen ihm, also die Reichweite ist natürlich nicht so niedrig, weil er dabei war, das will ich damit nicht sagen, aber ich möchte damit nur kommunizieren, dass man ja an diesem Beispiel sieht, dass es keinen Quotenanstieg gab, falls es Leute mit diesem Argument kommen. Zurück zu dieser Gage, deswegen... Ich glaube, dass er gut bezahlt wird, weil bei ihm kann man natürlich mit dem Argument kommen, dass er natürlich einen Verdienstausfall hat, ja, in dieser Zeit. Ist ja auch ein Fakt. So, wenn er jetzt 2,5 Wochen knapp oder knapp 3 Wochen, weil er ist ja ungefähr knapp eine Woche vorher in Australien, jetzt keine Kooperation machen kann, dann ist es natürlich rein faktisch ein Verdienstausfall, den wir dann irgendwie anmerken. Aber man sagt so, pass auf, Leute, ist schlecht für mich. Deswegen glaube ich so, also 100.000 Euro kann ich mir schon vorstellen, 150.000 halte ich für zu viel, aber ich meine, wir werden es am Ende des Tages nie erfahren. Ne? Bin jetzt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Dann Reality-Star Mike Heiter, da steht hier 25.000 bis 40.000. Also im Prinzip steht bei allen Newcomern so gut wie dieselbe Summe. Da würde ich jetzt auch sagen, Mike Heiter, den würde ich auch so ein bisschen einsortieren bei...
Dem Fabio hat jetzt gleich gesagt, so 35.000. Und ich fand den jetzt immer nicht so spannend, das wisst ihr auch, wobei er bei Aito eigentlich ganz gut performt hat. Ich glaube aber auch, dass hier natürlich das große Interessensthema von allen ist, was passiert irgendwie mit Kim Virginia und ihm. Ich glaube, das ist auch so eine Konstellation, die man natürlich auch bewusst so ausgewählt hat, dass die beiden aufeinandertreffen und dass man einfach mal guckt, was da so ein bisschen entsteht. Dann haben wir hier noch... Oder zwei Gagen, eine hätte ich fast vergessen. Schauspieler Heinz Hönig, da steht mindestens 150.000 Euro, auch wenn ihr ihn jetzt vielleicht nicht kennt. Und ich kannte jetzt sein Gesicht, ich kannte vom Namen ja jetzt auch nicht. Ist das schon natürlich ein super bekannter Schauspieler in Deutschland und diese Gage kann ich mir schon vorstellen. Also ich meine, hier steht jetzt mindestens 150.000 Euro, doch, das glaube ich auf jeden Fall. Und dann haben wir noch den Ex-Nationalspieler David Odonkor, da steht 50.000 bis 60.000. Hätte ich jetzt eher so gesagt, ja, vielleicht 60 bis 70. So. Das sind so meine groben Schätzungen. Ihr könnt gerne mal unten noch diesen Link anklicken. Da findet ihr noch so ein paar mehr Infos dazu. Ich meine, dass man, wenn man jetzt irgendwie freiwillig aussteigt, was man jederzeit machen kann, dass man da jetzt nicht seine volle Gage bekommt, steht auch im Artikel unter anderem. Ich meine, das wissen wir alle. Ne? Das wissen wir aus ganz vielen anderen Formaten. Jetzt könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, so was die Leute verdienen, was ihr für realistisch haltet. Und dann bin ich sehr gespannt, ja, also das Dschungelcamp startet am 19. Januar 2015 bei RTL. Ihr könnt natürlich, wenn ihr irgendwelche Folgen verpasst habt, bei RTL Plus nachgucken. Ihr könnt mir auch gerne bei Instagram mal schreiben, wenn ihr noch einen RTL Plus Code braucht. Ist gar kein Problem, da gebe ich euch einen. Bei RTL Plus gibt es auch noch einen Livestream. Also wenn ihr jetzt keinen Fernseher zu Hause habt mit Fernsehanschluss, dann könnt ihr das auch über einen Livestream gucken bei RTL Plus. Und ich glaube, das war es erstmal. Luca, du hast dich heute nicht sehr gut beteiligt. Er war sehr faul, aber ist gar nicht so schlimm. Ja. Und dann verabschiede ich mich. Daumen nach oben an dieser Stelle. Ich freue mich auf euer Feedback, bin sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.